und herzlich willkommen in Darkies World. Darkies World. Ja, heute wieder zum Hardware-Schock oder zum Hardware-Check. Ja, wir scheuen ja, ich scheue ja keine Kosten und Mühen oder beziehungsweise mein Kumpel, für den das ist. Hier geht es um das Gehäuse, wie ihr seht, um das DeepCool, dessen MIDI Tower. Und das ist das Terza Act aussprechen. Entschuldigung. Ich habe es immer nicht so mit den Bezeichnungen. Muss man ja auch nicht, auch als IT-Techniker nicht. Ne? Ja, schickes Gehäuse irgendwie. Kriegt man eigentlich nur in Amerika bei Amazon zu kaufen. Er hat es irgendwie über Umwege bezogen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich schätze mal so 50 Euro kostet das Ding schon. Na? Und das möchte ich euch jetzt näher zeigen. Und jetzt kommen wir, natürlich, wo kommen wir hin? Zum Gehäusecheck. So, jetzt kommen wir erstmal zur Frontansicht. Also verbauen, der Schacht ist zu. Hier lasse ich einen 3,5 Zoll, noch einen 3,5 Zoll, also 5 1/4 Zoll. Na? Die Kerbe lässt sich hier rausnehmen für ein 3,5 Zoll Laufwerk. Na? Das ist schon mal gar nicht unpraktisch. Na? Dann zoome ich gleich mal ein bisschen hoch. Wie gesagt, hier in der Front, ich muss das jetzt mit der Handcam machen. Ein- und Ausschalter, Reset, na? USB normal, also 2.0, USB 3.0, Festplattenanzeige und die Poweranzeige. Na? Dann kommen wir jetzt zur Seitenansicht. Bevor ich das Innenleben mache, hier die Seitenansicht, ein bisschen ausgespart das Ganze. Das ist dann auf beiden Seiten fürs Kabelmanagement. Na? Das kann ich schon mal öffnen und zur Seite stellen. Und damit man das heute auch ein bisschen sehen kann, in der Darky setze ich jetzt auch mal eine Brille auf. Ja, hier kann man es eigentlich ganz gut sehen. Ich komme dann ja mal rangezoomt, na, damit wir uns besser das Innenleben anschauen können. Ja, hier ist dann der 120 mm von DeepCool zu sehen. Na. Ich glaube, die leuchten meistens blau, rot oder das wird beim Verbauen. Ne? Und vorne ist in der Front selber ist auch noch einer drin. Möchte ich jetzt aber nicht aufmachen. Ist aber, wenn man es so ein bisschen versteckt sieht, ist dahinter der Lüfter. Ne? Auch ein 120 mm. Ja, das Übliche dabei. Ne? Da ist dann immer Schrauben und was man sonst noch so braucht. Halt Kabelbinder und was dazu gehört, ne? Also der Lautsprecheranschluss und. Die Lüfter sind einmal mit Molex-Stecker zu machen. Ich kann das so zeigen. Und halt einmal den 3-Pin, ne? Wenn man es hoffentlich jetzt sieht. Ja, die Lichtverhältnisse. Zum Innenleben halt die üblichen Anschlüsse, USB 3.0, USB, nochmal ein USB-Anschluss, falls man jetzt keinen USB 3-Stecker drauf hat. Die Bordanschlüsse und dann halt hier nochmal den Sound. Na? Den hat die Sound für vorne. Ja, dann schwenken wir jetzt mal rum zur Seite. Also Kabelmanagement, so wie es hier aussieht, lässt sich durch die Schächte hier und hier, dass nicht überall Kabel durchziehen, müsste prima gehen. Das werden wir dann beim Verbauen merken. So, wie man sieht, jetzt sieht man es deutlicher, dass hier also ein Kabelmanagement auf jeden Fall möglich ist. Ne? Also das sehe ich schon mal ganz locker so. Die Aussparung beim Mainboard und dann halt, was auch wieder toll ist, überall Schnellverschlüsse. Also Laufwerk rein, Ruhe im Karton, festmachen ohne Schrauben. Finde ich nicht schlecht. Ne? Ich drehe das gute Stück nochmal. Dann die Aussparung fürs Mainboard. Ne? Halt möglich werden hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, hatte ich doch wohl richtig gezählt.
7 Aussparungen und halt eben der Ausschnitt fürs Netzteil. Also so gesehen kein schlechtes Gehäuse. Habe ich schon schlechter. Ist ein, von der Qualität her, wenn man so drückt, ein sehr dickes Blech. Ne? Wenn man es jetzt so oben durchdrückt, das ist schon stabil. Oben sind noch 2 Aussparungen. Das kann ich mal so zeigen. Hier. Wasserkühlung oder große 140 mm Liffer. Das sind bestimmt für 100. Das passt wohl. Also, ne? Und wenn man sich das hier nochmal genauer mit den. Kann man sich das hier oben auch nochmal anschauen. Also im Ganzen ein tolles Gehäuse. Könnte ich ja neidisch werden. Die blaue Front gefällt mir auch ganz gut. Mal sehen, wie sie es beim Bauen fahren. Was ich noch toll fand, aber ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Da müsste ich mal ganz nah ran. Auf jeden Fall sind hier diese Schrauben, die man für das Mainboard anbringt, die sind schon vorgebaut. Und zwar so im 9er-Pack. Ne? Also die üblichen 9 Punkte. Finde ich jetzt nicht schlecht, dass die schon eingearbeitet sind. Kann man aber hier noch verstellen. Lassen sich bestimmt wieder wie üblich rausschrauben, wenn man das anständige Werkzeug hat. Ja, wie gesagt. Und dann hier halt kann man das auch nochmal sehen mit dem Stecker. Mit dem Molex. Ja, das war's jetzt erstmal soweit mit meiner Rezension und meiner Einschätzung von dem Gehäuse. Nicht schlecht. Ja, dann sehen wir uns jetzt wieder weiter in meiner Botzel-Küche, weil heute ist Kampftag. Ne? Das heißt, ich muss mich ja gleich noch verabschieden von euch. Und dann geht es dann auch weiter. Heute noch. Dann bis gleich. Ja, da sind wir von unserem Deep Cool Gehäuse. Von unserem Tesseract wieder zurück. Ne? Also ich finde es nicht schlecht. Ich würde dem Teil wirklich 5 Sterne geben. Preis ist auch okay. Könnte, also von der Qualität des Bleches, kann man echt, es ist ein dickes Blech. Ne? Hätte ich jetzt nichts dran auszusetzen. Ist aber, glaube ich, wie gesagt, in Deutschland nicht zu bekommen. Was für ein Vorteil ist, man kann die Laufwerke noch einbauen und man kann sich da noch ein USB Kartenleser oder 3,5 Zoller noch reinsetzen. Nicht schlecht. Also ein ganzes Urteil. Wie gesagt, habt ihr ja schon gehört. Ich hoffe, das war mal interessant. Ne, auch mal ein Gehäuse, was so in anderen Ländern vertrieben wird. Also es soll in Amerika wohl gang und gäbe sein, was ich jetzt so rausgefunden habe. Na, oder vielleicht ist es auch ein Auslaufmodell, glaube ich aber noch nicht, weil es gibt noch viele Bilder zu sehen. Und in Deutschland kenne ich da auch eine Firma, die verbaut die. Möchte ich jetzt aber nicht nennen. okay, ja, in diesem Sinne war es dann auch wieder. Ich sage erstmal Prost, ich muss unbedingt was trinken. Keine Schleichwerbung wieder für meine Tasse. Ne? Wie gesagt, wird irgendwann mal verlost. Ich habe echt heute so einen tollen Inhalt. Außerdem ist es warm heute draußen. Ja, das war's mit meiner Rezession soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst die Likes da. Ich freue mich. Ich stehe doch auf Likes. Macht mich glücklich. Macht mich glücklich. Ich gebe hier alles für YouTube. Vergesst den Abo-Button nicht zu drücken. Ne? Und dieses Gehäuse ist für ein Projekt meines Freundes. Der will ein Office-Rechner haben. Das, da kommen wir dann im nächsten Video dazu, was ich dann hier gleich die Waage auch später dann dahinterher schicke. Ne? So, das war's. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Ne? Der Darky schwitzt heute ganz schön, weil er hat viel zu tun. Und lasst es euch gut gehen und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Hat mir mal wieder Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann bis zum nächsten Hardware-Schrott. Schock. Nee, bis zum nächsten Hardware-Check auf meinem Channel. Sehen wir uns dann wieder. Ne? Und in diesem Sinne, tschüss, bye bye, ciao ciao, adios. Na, bis zum nächsten Hardware-Check.